kennst mich noch, oder? Naja, sieht nicht so aus. Wenn ja, wärst du jetzt bestimmt nicht hier. So, los geht das Duell gegen Bushido Mido in unserem CLK 500. Ich hoffe, das reicht jetzt, was wir hier umgebaut haben. In der letzten Folge noch am Ende. Um den gleich im Canyon rund zu machen. Hier sollte das ja eigentlich kein Problem sein mit dem Nitro. Was lacht der so behindert? Weißt du, was ich mit dir mache? Fährt damit daher. Was war das denn gerade? Ganz schön flott unterwegs, der Junge. Zieh ab. Spiel gleich ein Spiel mit dir, Junge. Gleich ist vorbei. Ne, gleich mache ich hier den Superonkel. Ach, Leute! Moment, mein Telefon hat geklingelt und kurz ausgemacht. Huch. Der macht ganz schön Dampf, ey. Vielleicht war der CL500 hier keine so gute Idee. Das ist halt das Problem, das haben die echt scheiße gemacht. Ich weiß auch nicht warum, dass man für die Rennen nur noch dann 500 kriegt. So kann man sich ja gar nichts auch machen hier. Man hat kaum noch Spaß an dem Spiel dadurch. Weil man sich keine neuen Autos bauen kann, wenn man keinen Bock mehr auf eins hat, weg damit und neues machen. Weil das dauert doch viel zu lange, um das ganze Geld dann einzufahren. Echt eine harte Nuss hier. Mit dem CLK. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich halt so schnell bin mit dem Nitro. Das ist klar. Wenn dann ein Gummiband angeht, ist hier Party. Schade, hat ihn nicht erwischt. Boah, ich glaube, das wird eine richtige. Ein richtiger Krampf wird das gleich im Canyon mit dem Auto hier. Ich hätte echt den Tuner behalten sollen. Sein Gegrinse ist richtig dämlich. Ich weiß nicht, was der da im Rückspiegel sieht. Ja, jetzt wird's interessant. Ich habe automatisches Speichern extra ausgemacht. Falls ich abkacke, dann kann ich das nochmal neu versuchen. Also falls ich das Auto nicht bekomme. Der Canyon verlangt dein ganzes Können. Fordert dich ein Boss heraus, musst du hier gegen ihn antreten. Im ersten Lauf fährt der Boss vor. Setz ihn unter Druck, sei aggressiv und bleib die ganze Zeit dicht hinter ihm. Je näher du dran bleibst, desto besser.
Nach dem Rennen fahrt ihr dieselbe Strecke nochmal, aber dieses Mal wirst du verfolgt. Ist der Boss der bessere Verfolger, hast du verloren. Ach ja, wird einer der Wagen überholt oder stürzt die Klippe runter, ist das Rennen zu Ende. Du kannst ein Canyon-Duell nur gewinnen, wenn du es bis zum Ende der Strecke schaffst. Es ist deine letzte Chance, das zu kapieren und zu verschwinden. So. Dann wollen wir mal. Komm nicht ran. Der Tuner wäre jetzt hier wirklich von Vorteil gewesen. Ja, der rutscht halt raus, der Wagen. Ich komm nicht ran. Nee, das wird nix. Scheiße, ey. Oh, Mann. Der ist sogar so schneller als ich als der. Ah. Boah. CL, streng dich an. Alter. Naja, knappe Sache. Hoffentlich kriege ich den Wagen jetzt auf Anhieb. Das wäre es natürlich. Wie magst du packen?
Das Problem ist, hier sind es 4, ne? Ja, geil! Boah, Glück gehabt, ey. Gib mir Kohle. Ja, geil, noch ein Bonus, ja, 5000, naja. Viel zu wenig, 50.000 müssten das sein. In dem Spiel kriegst du auch so schon so wenig Geld. Oh, geil, wir haben sein scheiß Auto gewonnen. Perfekt. Perfekt. Für Drift drin halt und so, ne? Hey, ich suche noch einen Partner. Ich habe genug von Kenji. Ohne mich wäre er nichts. Ich will einen Partner, der überlegt fährt und schnell. Also, wenn du noch jemanden für deine Crew brauchst, ich bin an der Plaza. So, da müssen wir jetzt erst noch hinfahren. Ich wollte eigentlich sicherheitshalber speichern direkt. Naja. Fahren wir mal rein. Ups, hier lang. Bis jetzt habe ich beim Outrainer auch noch keinen Wagen gefunden, der umsonst wäre. Ich werde dir was sagen, was du wissen solltest. Ich war da, als du verschwunden bist. Ich war auf der Feuertreppe. Von da oben kann man gut sehen. Und man hört auch gut. Einheit 410, 46 bestätigt für Verdächtige Charlie und Bravo. Verdächtiger Alpha im blauen Toyota ist negativ. Wiederhole, Verdächtiger Alpha wird gesucht und... Dann kommen die Cops und kontrollieren jeden Wagen. Hey, halt! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Bis auf deinen, den blauen. Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Jemand hat sich da kräftig eingemischt und jetzt brauchst du eine gute Crew, um das gerade zu biegen. Aha. Aha. Yumi. Yumi, Yumi. Scout. Mechaniker. Mit einem eigenwilligen Style. 10% Rabatt. Ja, die rekrutieren wir mal, ey. So. So, dann hätten wir das. Jetzt müssen wir erstmal speichern gehen hier. Hey, habe ganz vergessen zu sagen, dass jeder neue Boss eines Gebiets ein großes Rennen veranstalten muss. Sowas zu organisieren kostet eine Menge Geld. Aber dafür kommen alle Fahrer aus der Gegend vorbei. Sieh dir das in deinem Unterschlupf mal an. Die Fahrer hier warten schon auf dein Rennen. Ja, ich weiß. Das Massenrennen müssen wir noch machen, aber wir gehen jetzt erstmal. Was ist das hier? So. Speichern. Ich habe das extra ausgemacht, falls ich das Auto nicht bekommen hätte. Hätte ich einfach die Konsole einmal in die Steuerung zurückgehen können und dann nochmal fahren. Ist zwar nervig, aber. Was willst du machen? So, dann würde ich sagen, fahren wir mal eben da drin, da. Wo die uns angreifen. Das lassen wir erstmal noch. Haben die da auch gepatcht, das weiß man ja nie, ne? Hätten wir gucken können, was der Karren kann. Komische Crew hier, ey. Hätte ich alleine gegen die fahren müssen, ne? Ist auch lustig. Ich meine, ist ja eine geile Karre, der CLK, ne? So scheiße fährt er sich ja auch nie wieder, aber, ne? Gegen den Tuner. Na, egal.
Nicht verzweifeln, kriegen wir alle hin. Wir haben noch keine Verfolgungsjagd bis jetzt richtig gehabt, ne? Bullen sind ja echt inaktiv. Aber die haben uns wahrscheinlich noch gar nicht so auf dem Radar, ey. Obwohl... Ja, ne, wenn Cross in der Stadt hier noch nicht gepetzt hat. Ach, das war aber anders geplant. Echt eine Nummer hier, ne? Ich weiß noch, wo ich das erste Mal das Spiel durchgespielt habe mit einem Kollegen und wir bei Darius einfach festgehangen haben und den nicht besiegen konnten, weil wir einen scheiß Wagen hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was da war, ey. Welches Auto haben wir da gefahren? Ich weiß das nicht mehr. Ich finde, bei den Territoriumangriffen hätten die wenigstens nochmal das volle Preisgeld wieder zurückgeben können. Aber irgendwie haben die da nicht richtig nachgedacht damals beim Entwickeln. Naja, wenn man an PCs kann man sich dann natürlich selber hacken wahrscheinlich, ne, dass man da wieder vernünftige Prämien kriegt. Naja, naja. So, jetzt kann man sich, glaube ich, aussuchen. Ja, genau, jetzt kann man aussuchen, wo man anfängt. Ob man die Muscle Cars platt macht. Oder ob man die einfach gleichzeitig, ey, immer abwechselnd. Boing, 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 boing. Mit wem legen wir uns an? Ist hier die Frage, ne? Naja, ich guck mal eben, was der RX-7 denn so kann. Na, der hat, sieht man halt direkt das Handling, ne? Na gut, dass wir den jetzt haben zum Driften, ist das ganz gut. Jetzt möchte ich den schwarz machen. Das sieht ja schon komisch aus. Ne? Können wir den so machen? Sieht echt seltsam aus. Da muss jetzt das Dings drauf. Unser Logo, hör mal. Irgendwie leckt's. Ich lasse das extra drauf. Schöne Demütigung. Mitten drauf klatschen wir das Logo von uns. Bam. Die Felgenfarbe, ne? Das geht ja nicht. So. Ja, wir lassen den erstmal so. Für Drift-Events reicht er. Denke ich mal.
Hier ist auch alles gesperrt, weil das ein Stufe 2 Wagen ist. Na gut, hier hat er schon. Der Nitro hat da ein Rennpaket drin. Aber den Benz motzen wir auf jeden Fall komplett auf. Motzen auf. Aber leider ist das alles ein bisschen teuer. Ja, Nitro ist ja erstmal nicht so wichtig. So, haben wir da auch nochmal die Leistung drauf, ne? Dann ist die Kohle auch schon wieder weg. Alter, da fehlen uns $750. Also manchmal geht mir da auf den Sack hier, ne? Kann ja nie sein. Hammer, ey. Ich denke mal, wir fangen an. Ich glaube, wir machen die Angie als nächstes hier, diese komische, die geht mir immer auf den Sack. Ich kann die überhaupt nicht leiden, ey. Die hat eine dämliche Fresse. Benimmt sich auch für so eine dämliche Fresse. Dann gibt es in der nächsten Folge einmal... gar nichts. Herausforderung, genau. In der übernächsten Folge beginnen wir dann mit einem Massenrennen. Glaube ich, würde ich sagen. Und dann boxen wir uns da ein bisschen durch, so. Durch beide Felder. Also dann, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Euer Onkel. Ciao. Der Held.